Moin Moin und willkommen im Nerdhard Podcast und zu einem weiteren Comic Review hier bei mir. Heute geht es um New Avengers 1 Helden auf Bewährung und ihr kennt das zuerst das Backcover Hawkeye und die New Avengers. Der als Sunspot bekannte Roberto da Costa hat die Terrororganisation AIM aufgekauft und führt ein neues privatisiertes Avengers-Team in den Kampf. So seinen New Avengers gehören Wiccan, Hulkling, Songbird, White Tiger, Power Man, Pot und Squirrel Girl. Und weil S.H.I.E.L.D. diesen New Avengers angesichts ihrer Verbindung zu AIM noch nicht über den Weg traut, stößt noch Hawkeye zum Team. Ist diese ungewöhnliche Truppe bereit, es mit außerirdischen Gegnern, den Avengers der Zukunft sowie dem fiesen Genie Reed Richards aus dem früheren ultimativen Universum aufzunehmen? Neue Serie, neues Team, die ersten Missionen der nächsten Generation der New Avengers, actionreich in Szene gesetzt von Autor Al Ewing und den Zeichnern Gerardo Sandoval, Phil Noto und Mark Bagley. Dazu schreibt Newsarama, ein aufregender Auftakt mit energiegeladenen Zeichnungen, guten Humor und starken Momenten. Ja, ich habe mir vorgenommen, ein paar Erstlinge, die ich noch auf dem Haufen hatte, hier euch vorzustellen, weil ich immer finde, Erstis sind sehr, sehr schön, um so einen Status Quo zu zeigen und auch einen guten Einstiegspunkt als Leser zu schaffen. Und deswegen mache ich es ähnlich, wie wir auch im Wrestling-Podcast das machen. Oder ich in dem Fall jetzt für die Comic-Reviews, aber beim Wrestling ist ja nicht anders. Wir zeigen dadurch, wie viel Gutes es gibt und bieten entsprechend euch als Hörer die Möglichkeit zu entscheiden, was ist das Richtige für mich. Deswegen mag ich Erstlinge und auch abgeschlossene Bände für so eine Review-Funktion sehr, sehr schön und so eine Rezension. Also, wir haben, ich habe jetzt X-Men hatte ich ja schon, ich hatte das neue Avengers-Team, ich hatte die neue Wolverine, jetzt kommt bald Black Widow, dann habe ich Doctor Strange gemacht, Black Panther kommt und es gibt also viel, ne? Iron Fist kommt jetzt auch, sehr wahrscheinlich morgen, muss ich noch gucken, ob ich das heute noch zu Ende lese. Aber so ist zumindest der Plan, komme ich nachher noch zu. Und dementsprechend auch natürlich die New Avengers, die ein, wie ich finde, sehr interessantes Team sind, weil der Sunspot Roberto da Costa entsprechend AIM aufgekauft hat und AIM jetzt nicht mehr, ja, nicht mehr die Bösen sind, sondern die Guten und dementsprechend auch AIM Island nicht mehr AIM Island ist oder irgendwie doch noch, aber nicht mehr Advanced Idea Mechanism. AIM, glaube ich, ist das. Aber entsprechend das A, was sonst Advanced bedeutete, steht jetzt für Avengers. Dementsprechend ist das jetzt auch Avengers Island. Und das finde ich so clever, dass mir das einfach, das sind so Kleinigkeiten, die man verändern kann in Comics und man baut eine komplett neue Geschichte. Dementsprechend natürlich alle, die schon mal mit AIM zu tun hatten, weil die Wissenschaftler, die bei AIM arbeiten, sind ja nach wie vor dieselben, nur dass sie entsprechend jetzt für die gute Sache kämpfen. Ja? Übrigens, Idea Mechanics war richtig bei AIM, ne? Also Advanced Idea Mechanics war es früher, jetzt ist es Avengers Idea Mechanics, habe ich dort doch richtig gesagt. Und ja, das finde ich halt sehr, sehr interessant, weil natürlich S.H.I.E.L.D. und andere Avengers und andere Teams und andere Superhelden, wie auch immer, dann diesem neuen AIM halt noch nicht vertrauen. Und dementsprechend wird von S.H.I.E.L.D. Dum-Dum-Dugan zusammen mit Hawkeye diesem Team zugeteilt, um das Ganze zu untersuchen, wie arbeiten die, sind die vertrauenswürdig, all das, ja, finde ich sehr, sehr toll inszeniert und macht einfach tierisch Spaß lesen. Es passiert natürlich unheimlich viel, es ist in dem Fall nicht nur sind nicht nur die ersten Missionen dieses neuen Teams und dementsprechend auch die Vorstellung dieses neuen New Avengers Teams, neuen New Avengers, ist im Deutschen witzig, ne, aber gleichzeitig eben auch sehr viel Neues drin, also Neues in dem Sinne, dass wir neue Gegner haben, dass wir völlig verändertes Bewusstsein haben, natürlich durch die Folgen der Secret Wars und das macht schon anspruchsvoll, möchte ich sagen. Anspruchsvoll in dem Sinne, dass man ein gewisses Grundwissen benötigt, um hier mit allem, was in diesem Comic geboten wird, nicht komplett überfordert zu werden. Also wir haben, ich sage mal, was das neue Team ist, ja. Wir haben als Anführer, der AIM gekauft hat, also damals noch Advanced Idea Mechanics und das zu Avengers Idea Mechanics gemacht hat, ist halt Sunspot Roberto da Costa. Dann haben wir Wiccan, Billy Kaplan. Ja, dann haben wir den Hulkling, Teddy Altman und Billy und Teddy sind ja ein schwules Paar.
also Vikan und Hulkling. Dann haben wir Victor Alvarez, der neue Powerman. Dann haben wir Ava Ayala, White Tiger, die natürlich auch vielen, die bei dem ultimativen Spider-Man der Fernsehserie zugucken, ein Begriff sein sollte. Also Ava Ayala ist White Tiger. Dann haben wir Songbird, Melissa Gold. Dann haben wir Scribble Girl, Doreen Green, die natürlich immer mit Tippitoe mit dabei ist. Und wir haben, die umblättern, Aiku Jokinen, die Pot ist. Oder inzwischen diese Maschine Pot ist. Ja? Und dazu halt Clint Barton, Hawkeye. Und das ist das neue New Avengers Team. Und in diesem Band, also in dem, das muss ich unter der Seite nochmal gucken, Helden auf Bewährung, so heißt das Comic, kämpfen diese New Avengers in den diversesten Konstellationen entsprechend unter anderem gegen einen meiner neuen Lieblingsbösewichte. Und das ist Reed Richards, nämlich der Schöpfer. Der inzwischen, weil AIM ja nicht mehr die Bösen sind, braucht es eine neue Organisation, die jetzt die Bösen sind. Das nennt sich jetzt Whisper. Und auch das ist hier so eine kleine, also in dem Comic irgendwo so eine Anekdote, für mich jetzt eine Anekdote, gibt ja mal diese Hinweise von dem Schreiberling und dort wird dann gesagt, das ist Reed Richards, der Schöpfer, aus dem alternativen Universum, bla bla bla, fieser Superschurke, ja. Und dann kommt, er ist der Anführer von Whisper und dann steht als Bedingung, AIM sind ja nicht mehr die Bösen. Es braucht neue Böse. So, das finde ich irgendwie total witzig so erzählt. Ich habe es, glaube ich, nicht so lustig erzählt, wie das hier in dem Comic ist, aber ist auch nicht meine Aufgabe. Auf jeden Fall fand ich das so, das war so ein Schmankerl, so ein bisschen zum Lächeln, ne? Also wir haben entsprechend, dass dieses New Avengers-Team gegen den Schöpfer und Whisper kämpft, beziehungsweise halt Machenschaften vom Schöpfer aufdeckt und der natürlich irgendwie schon wieder viel schlauer ist als anderen und ein paar Schritte voraus in seinem persönlichen Schachspiel ist. Dazu haben wir Moridun, einen mächtigen Hexer, der gegen die New Avengers kämpft und es sogar schafft, aus dem aus Billy Kaplan, also dem Vikan-Charakter, William Kaplan zu machen, einen Heel, also einen Bösewicht, und der wird entsprechend zu Demiurge oder Demiurge. Der Demiurge ist, glaube ich, richtig. Und entsprechend ein Böser, der im Namen oder das Gehirn, die Gedanken von Vikan werden kontrolliert von Moridun, der dadurch zu Demiurge wird. Und entsprechend nicht mehr nur dieses Realitäts, also Vikan hat die Fähigkeit, Realitäten zu verändern und zu beugen. Und dementsprechend hat er nicht mehr nur noch diese Fähigkeit, sondern weil ja inzwischen dann Moridun in ihm steckt, kann er zusätzlich auch die Kraft des Hexens. Ja, also das ist total clever. So hat man entsprechend aus Demiurge einen absoluten Heal gemacht. Und ja, dann springen wir zum Teil auch in die Zukunft. Also wir sind sowohl auf der Erde, wo immer diese Geschichte ist, dass S.H.I.E.L.D. ja eigentlich dieses neue AIM untersucht. Sind die überhaupt fähig, das alles zu machen, was sie machen? Dann haben wir eine Geschichte im All, die vor allem um Hulkling und Vikan geht, wo nämlich dann Billy, mehr oder weniger, nicht Billy, Teddy gefragt wird, oder nicht gefragt wird, sondern er kriegt die Aufgabe, er ist der neue König des Alls, also King Hulk. Und das ist deswegen, weil er royalen Blutes ist und der letzte Hybrid, der diese Aufgabe erfüllen könnte. Und dementsprechend ist er zukünftig entsprechend der König des Alls. Nimmt diese Aufgabe aber im Laufe dieser Geschichte noch nicht an. Aber es gibt eine Zeitmaschine natürlich wieder. Ist ja Comics, ne? Zeitmaschinen sind ja sehr, sehr gerne gesehen. Zeitsprünge sowieso. Und wir springen ins Jahr 20XX. Wofür XX steht, wird auch kurz erklärt, nämlich XX Jahre in der Zukunft. Völlig logisch, oder? Und dort sehen wir die Avengers aus dem Jahre 20XX. Und die lese ich euch kurz vor. Das sind zum einen Vision, Victor, Shade, Dichte verändernder Synthezoid. Dann haben wir Kollapsar, Manu, Schauhahn, großer, kleiner Weltraumkopf, also ein neuer Nova, ja. Dann haben wir Marvel Woman, Marlene Brashear, positiv-negativ Energiestrahlen-Kontrolleurin, ja. Iron Marina, Jako Krangsen, amphibischer Avenger in Rüstung, also eine Mischung aus Namor und Iron Man. Ja, um das mal alles ein bisschen unterzubrechen. Die vorige Marvel Woman ist also sowas wie Miss Marvel, ja. Vision ist klar und Kollapsar, wie gesagt, ist der neue Nova. Dann haben wir King Hulk, jetzt klingelt's, ne, Teddy Oldman, Formwandler und Weltraumkönig. Das ist entsprechend in der Zukunft. Dann haben wir Namorina, Dormer Mackenzie Atlantis Adel, was entsprechend natürlich dann mit dem Iron Marina das Team
sich ergibt. Und wir haben Thor Odinson, der aber gestorben ist. So, das ist also das Team Avengers 20XX. Und ich finde das unheimlich clever, was Comics so leisten können. Also, wir haben jetzt keine Avengers 20XX-Geschichte in dem Fall, aber wir haben ein völlig neues Team und irgendwie wird man angeregt zu wissen, wer ist das? Warum? Warum gibt es denn jetzt einen Iron Mariner und warum ist Nova auf einmal so groß wie Wasp, also so klein wie Wasp in dem Fall? Und das sind so tolle Kleinigkeiten, die hier vom Kreativteam in diesem Comic halt erstellt werden. Und das ist halt der Anspruch, der dieses Comic stellt, oder den Anspruch, den das Comic an den Leser stellt. Denn es reicht nicht, das zu lesen, sondern man muss automatisch ein bisschen mitdenken. Es sind, wie gesagt, viele Zeitsprünge hin und her. Und durch dieses Realitätsverändernde, durch Vikan, weiß man nicht genau, was ist jetzt eigentlich gerade Phase. Und das ist die Aufgabe, die man beim Lesen hat, ein bisschen mitzudenken. Aber das macht unheimlich Spaß. Also mir hat Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn man vor allem auch Avengers und dieses ganze Zeit-Kontinuums-Dingens, was wir auch jetzt durch den Secret Wars und sowas alles haben, wenn man sowas mag, wenn man das vor allem, was ja, das macht ja auch oftmals Comics so besonders, wenn man das mag, dann wird man New Avengers lieben. Das meine ich genauso, wie ich sage. Also, es ist halt zum Teil sehr wissenschaftlich auch geschrieben, mit Fachausdrücken und. Es geht halt um AIM. Ja, ich meine, wer ist überrascht? Ja, das ist halt eine riesengroße Recherche und Forschungseinrichtung und dementsprechend wird natürlich auch mit vielen Begriffen um sich geworfen. Dazu haben wir halt die Begriffe von den Zauberern, also Demiurge und Moridun. Zusätzlich haben wir die ganzen Begriffe aus dem All, wenn die Skrull und die Kree dort versuchen, aus Hulkling halt König Hulk zu machen. All das sind natürlich Ansprüche, die man als Leser hat, immer mitzudenken, umzudenken und auch natürlich dem Ganzen überhaupt folgen zu können. Ja? Wenn man das hinkriegt, wird man sehr viel Spaß mit diesem New Avengers Comic haben und dementsprechend ist das auch schon fast so meine Art Fazit. Also habt ihr gemerkt, ich habe euch ja nicht die Story in dem Sinne gespoilert, was passiert. Wir wissen ja nicht, ob jetzt Hulkling und zum König Hulk wird oder so, ob das hier in diesem Comic passiert oder erst dann in 20XX-Jahre für XX halt entsprechend die Jahre in der Zukunft stehen. Finde ich total clever. Ja, man muss gar nicht mehr angeben, 20XX, ja, in welchem Jahr das ist, sondern einfach XX, ja, und XX steht für die Zahl in der Zukunft. Na klar, alles in sich selbst erklärt, ne? Gut, dann mache ich das obligatorisch, bevor ich dann gleich nochmal Ausblick mache, was als nächstes bei mir gibt. Und zwar ist New Avengers 1 am 30. August 2016 bei Panini Comics Deutschland erschienen. Format ist ein Softcover mit 148 Seiten. Autor ist Al Ewing und Zeichner oder Hauptzeichner ist Gerardo Sandoval. Die Stories, die enthalten sind, in All New, All Different Avengers 0 und New Avengers 1 bis 6. Dazu schreibt PaniniShop.de eine brandneue Inkarnation der New Avengers. Ein Team aus Avengers, Thunderbolts, Young Avengers und Mighty Avengers. Einsteigerfreundliche Marvel-Action. Wie ich gesagt habe, ja, einsteigerfreundlich auf jeden Fall, aber mit der Bedingung, man muss sich darauf einlassen, dass hier sehr viel passiert. Und es nicht eben dieses Standard-Avengers-Team ist. Aber deswegen gibt es ja so viele Avengers-Teams. Ja, Young, Mighty, New, Uncanny, was es alles gibt. Ja. Und jedes dieser Worte davor ergibt natürlich auch ein völlig anderes Team als dieses Hauptteam der Avengers. Was, ja, muss ich eigentlich gar nicht erklären. Aber man muss eben entsprechend mitdenken. Es ist nicht das Standard-Avengers-Team. Und vor allem passieren sehr viele Geschichten innerhalb des Teams. Warum dieses Team diese Avengers sind, das ergibt ja auch immer irgendeinen Sinn. Ist bei den Haupt-Avengers so, also muss natürlich auch bei jeder anderen Inkarnation der Avengers der Fall sein. Und die Zusammenstellung dieses Teams hier finde ich unheimlich clever, also ein schwules Pärchen in dem Team, dazu Aya und White Tiger und Power Man, in dem Fall nicht Luke Cage, sondern der neue Power Man, und White Tiger hat halt mit beiden Power Mans was gehabt. Das sind alles so Geschichten, die natürlich für die Zukunft dieser New Avengers Geschichten, weil den zweiten Band gibt es ja inzwischen auch schon bei Panini Deutschland, natürlich auch für Kontroverse sorgen werden, dass du ein ehemaliges Paar hast, ein aktuelles Paar, in dem Fall ja sogar gleichen Geschlechts, und das sind alles Geschichten, die natürlich innerhalb dieses Universums dann kreiert und geschaffen werden, und das macht mir macht das unheimlich viel Spaß. Und all das macht ja am Ende Comics zu dieser Kunstform, die wir alle so lieben, oder? Also, glaube ich zumindest. Und ja, das soll es eigentlich schon von mir dazu gewesen sein. Das Ganze kostet 16,99 bei Panini Comics Deutschland. Habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt, wie teuer es ist. Sollte auch noch erwähnt werden. Und dann mache ich noch einen Ausblick, was es als nächstes gibt. Wer meine Vorstellung dessen, was im letzten Monat bei Panini erschienen ist, erwartet hat, den muss ich auf die nächsten Tage und Wochen
zögern, verschieben, denn ich habe immer noch nicht alles, was ich gerne haben würde. Wenn ich das bis nächste Woche nicht habe, dann würde ich ein Podcast mit dem machen, was ich habe, und würde entsprechend dann im März, wenn ich dann den Februar, die Februar-Veröffentlichung raushaue, würde ich entsprechend sagen, das ist der Rest vom Januar. Und je nachdem, wann ich dann dieses bekomme, weil Panini hat aktuell das System umgestellt und dementsprechend kommt aktuell noch nicht alles so eingeflogen, wie man das gerne hätte. Alles kein Weltuntergang, aber verschiebt natürlich meine Rezension ein kleines bisschen. Ist aber alles kein Problem, ist auch keiner böse irgendwas, das ist ganz normal und ich habe ja sowieso mit dem Secret Wars genug zu tun, aber das entsprechend die Erklärung, warum es entsprechend nicht als einen der ersten Podcasts des Monats, wie ich es ja eigentlich angekündigt habe zu machen, nicht eben der Rückblick auf den letzten Monat ist, sondern dass ich das ein kleines bisschen verschiebe. Vielleicht warte ich auch noch ein bisschen länger ab und mach ausnahmsweise mal Januar und Februar zusammen, was natürlich dann ein Stunden-Podcast werden kann, aber ich denke, mal eins kann man das auch machen. Es sind ja Timecodes da und jeder kann ja hinspringen, wo er will. Und ansonsten werde ich heute, also es ist ja Samstag, der 11. Februar, werde ich heute noch Iron Fist Geschichte zu Ende lesen. Ich bin so gut wie durch, das heißt, das ist für morgen geplant. Wenn ich das nicht schaffen sollte mit Iron Fist, dann würde ich mit dem Secret Wars weitermachen. Also Secret Wars 4, 5 und 6 habe ich schon gelesen, Iron Fist noch nicht, aber der Plan ist eigentlich, Iron Fist zu machen und nächste Woche erst wieder Secret Wars. Wenn ich es nicht schaffe, heute Iron Fist zu lesen, dann entsprechend so werdet ihr morgen hören. Hängt davon ab, wie ich heute Zeit habe und auch wie mir der Kopf so ein bisschen steht, weil ich habe mich heute schon ein bisschen geärgert, weil mal wieder eine Aufnahme nicht funktioniert hat fürs Wrestling und für Wrestling-Kommentar, was ich ja auch mache, wer das nicht weiß. Und mein PC hat gestreikt und das war sehr ärgerlich und deswegen muss ich mich nachher irgendwie ein bisschen ablenken und eigentlich wahrscheinlich interessiert es euch gar nicht, ich habe es trotzdem jetzt gesagt. Ansonsten, Augen aufmachen, morgen Nacht ist dann Wrestling wieder angesagt, Elimination Chamber, was dann entsprechend am Mittwoch bei uns im Roundtable landet und was die Comics betrifft, entsprechend entweder Secret Wars weiter oder Iron Fist. Und sobald das dann da ist, werde ich euch wiederum sagen, was als nächstes kommt. Ich habe eigentlich so viel hier schon wieder zu liegen, was ich lesen will und was ich auch zum Teil schon wieder gelesen habe. Es ist der Wahnsinn. Es macht so wahnsinnig Spaß, das alles zu lesen. Aber ich weiß gar nicht, was immer wichtig genug ist, das auch zu reviewen oder eine ganz volle Rezension anzusetzen oder. Und solange ihr mir das nicht sagt, was ihr gerne hättet, dann mache ich einfach so, wie ich denke. Ne? Gut. Das soll es für mich gewesen sein. Kleines bisschen länger geworden, als ich wollte, aber es ist eben auch ein umfangreicherer Comic, als es jetzt zum Beispiel bei X-Men 1 und bei den Uncanny Avengers der Fall war, weil dort die Einsteigergeschichte oder die Grundbasis, warum, sowieso, weshalb dieses Team sich bildet, leichter zu erklären war, als es hier der Fall ist. Deswegen habe ich ein bisschen weiter ausgeholt und ich glaube, das geht völlig okay und ich hoffe, ihr konntet dem folgen. Und bei Fragen einfach in die Kommentare. Ich freue mich drüber. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder, entweder zu Iron Fist oder zu Secret Wars. Wahrscheinlicher ist Iron Fist, weil ich werde es garantiert heute zu Ende lesen. Und dann ab nächster Woche wieder mit dem Secret Wars weiter. Und dann starte ich auch schon bei Civil War und ach, hast du nicht gesehen. Ne? Gut, das soll es von mir gewesen sein. Und wer daran Interesse hat, New Avengers 1, den zweiten, dazu gibt es schon. Das ist dann eine Crossover-Geschichte zu dem Avengers, zu dem Groß-Event Crossover Standoff ohne Ausweg. Und habe ich noch nicht gelesen, mache ich vielleicht auch noch. Aber da hoffe ich eigentlich noch darauf, dass Panini einen Paperback veröffentlichen wird zum Crossover Standoff. Das würde mich sehr freuen, weil ich natürlich auch die monatlichen Heftserien von Avengers aktuell nicht lese und nicht habe. Mich würde aber dieser Event sehr, sehr interessieren. Ich mag solche Krimi-Geschichten sehr, sehr gerne. Und da hat ja noch weiter geredet, aber jetzt ist Schluss. Danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke.